Also der Hydrocephalus ist im Grunde, heißt das Wasserkopf. Das ist ein Begriff, den hört man nicht gerne, wenn man selber einen Hydrocephalus hat, weil es wertet einen in gewisser Weise irgendwie ab. Ich weiß nicht, das fühlt sich einfach nicht gut an. Das heißt im Grunde, dass man in den Hohlräumen, die in der Mitte des Gehirns sind, die sich viele Menschen nicht vorstellen können, zu viel Wasser hat. Und dieses Wasser sammelt sich da an und macht, dass diese Kammern, die Hirnkammern, größer werden. So ist es dann, dass einzelne Teile des Gehirns abgequetscht werden und bestimmte Funktionen dann halt nicht mehr so gut funktionieren, zum Beispiel sprechen, sehen und sowas. Ich war bei meiner Diagnose, also nach meiner Diagnose, viel auf Google unterwegs und habe gesucht und man findet, also ich habe ganz viele Sachen gefunden von wegen Tod und sowas. Und wenn ich jetzt hier stehe und man sieht, wie ich es erkläre und die Leute sehen, mir geht's gut, ich stehe hier, ich sehe ganz normal aus, dass man einfach vielleicht diese Behinderung nicht ansieht, aber ich es trotzdem aus eigenen Worten erklären kann und vielleicht andere Menschen das dann besser verstehen können. Oft ist es auch so, dass die Erklärungen, die man findet im Internet oder in Fachbüchern, einfach sehr kompliziert sind, viele Fachwörter benutzen und ich hätte mir gewünscht, dass es irgendjemand direkt am Anfang sich zu mir setzt und es mir so erklärt, dass ich es besser verstehen kann und besser weiß, was auf mich zukommt. Und deshalb möchte ich gerne anderen Betroffenen oder deren Eltern helfen, diese Krankheit, den Hydrocephalus, besser zu verstehen. Deswegen mache ich das hier. Es gibt Vor- und Nachteile an sogenannten unsichtbaren Behinderungen. Bei mir ist es unsichtbar. Viele Patienten mit einem Hydrocephalus sitzen im Rollstuhl, da ist es dann nicht mehr ganz so unsichtbar. Es gibt viele Momente, zum Beispiel im Bus oder in der Bahn, nach einem anstrengenden Tag irgendwo, wo ich dann einfach nicht mehr stehen kann, dass ich mich hinsetze und dann gehe ich die ganze Zeit in Gedanken durch, aber was ist, wenn jemand dich fragt oder dir sagt, du sollst aufstehen, was ist dann? Und an sich finde ich es schon schwierig, dass ich es zwar habe, aber man es von außen nicht sehen kann. Und ich mich dann halt rechtfertigen muss dafür, dass ich sitze, wobei ich ja die Behinderung habe. Andererseits denke ich auch, wenn man Behinderungen äußerlich einem stark ansieht, zum Beispiel als ich aus dem Krankenhaus kam, kahl rasiert mit Pflastern auf dem Kopf, da haben die Leute geguckt und da wurde gezeigt, das muss man in dem Moment dann einfach ignorieren, aber da fühlt man sich auch nicht wohl. Also es ist so, beides ist so ein bisschen doof. Durch den Hydrocephalus fühle ich mich direkt so nicht eingeschränkt. Ich habe durch meine vielen Operationen und Krankenhausaufenthalte Schäden davongetragen, würde ich mal sagen. Ich sehe nicht mehr so gut, aber das schränkt mich im Alltagsleben eigentlich auch nicht ein. Es ist höchstens so, sind so die traumatischen Aspekte, also Krankenhäuser und so, das ist schon sehr, da kriege ich dann schon Angstschweiß. Aber sonst kann ich eigentlich alles machen. Ich habe, bevor ich meine Diagnose bekommen habe, Kampfsport gemacht. Das ist so, theoretisch könnte ich es weitermachen, aber ich habe einfach Angst. Das ist der Kontaktsport, dann irgendwas gegen den Kopf zu kriegen oder gegen den Schand und dann müsste ich mir bei jeder kleinen Sache dann, wenn ich nach dem Training Kopfschmerzen habe, ist es jetzt was mit dem Hydrocephalus oder nicht? Oder Basketball, also sind alles Sachen, die könnte ich machen, aber da fühle ich mich dann einfach nicht wohl mit. Ich wünsche mir, dass die Leute sagen, okay, du hast einen Hydrocephalus, aber das macht ja deine Person nicht aus. Dass sie sehen, das ist ein lustiger Mensch und die ist so, wie sie ist und mal ist sie vielleicht im Krankenhaus und dass die Leute dann noch Rücksicht nehmen, wenn ich Kopfschmerzen habe, dass es
nicht so normale Kopfschmerzen sind. Vielleicht sind es normale Kopfschmerzen, aber Kopfschmerz bedeutet für mich immer gleich Angst. Und dass die Leute vielleicht darauf Rücksicht nehmen und einfach mich so nehmen, wie ich bin. Anderen Neurozephalus-Patienten, die es gerade schwierig haben, würde ich sagen, haltet durch, es kommen wieder bessere Zeiten, da bin ich mir sicher. Ich habe schon viel durchgemacht und ich sage, in dem Moment glaubt man nicht, dass es irgendwann besser wird und man ist eigentlich schon, denkt man sich so, nein, ich will nicht mehr, das ist ganz schrecklich. Aber wenn ich jetzt sehe, was ich jetzt wieder machen kann und so, dann sage ich, haltet durch. Und die meisten sagen dann auch, ja, ich weiß ja eigentlich, dass es besser wird. Wenn ich Fragen zum Hydrocephalus oder Schanz oder irgendwas, was damit zu tun hat, habe, dann wende ich mich meistens an meine vielen Kontaktpersonen in der Firma Mietke. Ich habe hier ein Praktikum gemacht und habe ganz viele Leute kennengelernt, die auf allen möglichen Gebieten des Hydrocephalus Spezialisten sind. Und da schreibe ich dann eine E-Mail und sage, hey. Oder ich gucke in Büchern. Das ist natürlich auch immer schwierig, weil die sind oft sehr, sehr kompliziert formuliert. Und im Internet, da muss man wirklich vorsichtig sein, dass man seriöse Quellen findet und vor allem sich nicht verrückt macht.